Alter. Ist ja kaum rasiert, schon ist der Bart wieder da. Ja. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, Rico, der hat ihn wiedererkannt. Mhm. So ist es. Mal so. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. In der letzten Folge, wie angeteasert, war die Abster eigentlich in der letzten Folge? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Jetzt guck doch mal nach. Ich schulze jetzt. Feldschlösschen. Was? Feldschlösschen? Ja, tatsächlich. Ja, Feldschlösschen aus der Glasflasche diesmal. Nicht aus der Plastikpolarme getrunken und euch jetzt hier mal ankicken. Ist hier verlinkt. Einfach aufklicken. Alter, da sahen wir noch viel jünger aus, wa? Was ist denn hier los? Ich hab mich gut gehalten, finde ich, im Gegensatz zu dir. Was gibt's heute zu trinken, Rico? Tja, Guinness. Ja, Guinness. Guinness Draught Stout. Wir hatten schon mal irische Wochen und da hatten wir schon Kilkenny und so was getrunken. Und das passt ja ganz gut dazu jetzt, deswegen erwähne ich das mal. Guinness. Na, aus der Büchse. Aus der Büchse. 4,2%, 440 Milliliter. Schankbier. Schankbier. Haltbar bis hier Boden. Was sagst du denn für eine Prognose? Alter. Was ist denn das da? Ist das schon wieder abgelaufen? 19.08.23, sagt mir der Boden. Was ist denn das, Alter? Ihh. Naja, aber wir trinken das jetzt trotzdem. Das hat man jetzt nicht gesagt. Ja, das ist wurscht. Prognose habe ich gefragt. Ach so. Ja. Silber. Ja. 17,59. Auspacken oder wegpacken? Na, pass mal auf. Da klappert was. Das ist wie ein Überraschungsei. Ja. Also ich habe Bock auf Auspacken. Mal sehen, was da für eine Ü-Figur drin ist. Maximal 4 Punkte. Stimmt, irgend so ein komisches Wasserschwein. Mann, wie heißen die denn? Nilpferde. Nilpferde, genau. Obwohl keine Nilpferde sind. Ne? Das sind ja eigentlich eher diese Happy Hippos. Warte mal. Was denn? Auspacken oder wegpacken? Naja, ich mag keine Büchsen, aber von den Büchsen ist das hier das Bessere. Wie das aussieht, Junge. Naja, das sieht schon ganz gut aus, aber das ist halt eine Büchse. Okay, ein Punkt. Naja, zwei Punkte. Ja, ungefähr. Zwei Punkte. Ich finde auch, das ist schon eine hübsche Büchse. Augensucht oder Augenflucht? Jetzt kannst du. 25 Cent zurück, ne? Ja. Warte, Augenflucht oder Augensucht? Tatsache. Ja, inkippen. Eingießen. Also in Kopf kippen. Da. Enricos Pulle von dem freundlichen. Ach, guck mal, jetzt hat die Kapsel gezündet. Ja. Die Kapsel macht da Stickstoff drin in das Bier. Und damit soll es sich so anfühlen. Oder damit wie soll frisch gezapftet. Genau, wie frisch gezapftet. So. Guck dir das an. Der Schaum, der ist hier unten. Der muss hier erstmal nach oben arbeiten. Siehst du das? Ja. Das liegt bestimmt daran, dass das vom letzten Jahr ist. Mann, ey. Aber ich kenne das schon, ich habe das schon mal getrunken. Der Schaum ist genial. Ja. 3 oder 4 Punkte. Also 3 Punkte würde ich schon geben. Ja. Das dürfen wir mal einen Schluck nehmen. Richtig wie ein Schwarzbier, oder? Kaffee ein bisschen. Ist doch ein Schwarzbier, oder nicht? Hm. Ich hab schon was an den Ohren, oder? Säuerlich Kaffee. Röstaromen.
total mild. Also ich gehe mal jetzt ganz stark davon aus, dadurch, dass ich jetzt schon mal getrunken habe, ist, dass mit der Zeit die Kohlensäure abhanden gekommen ist. Ja. Mann, ey. Das ist das dunkelste Dunkelbier, Schwarzbier, was ich kenne. Aber wirklich ohne Scheiß, ne? Das ist ja 10 Punkte? Ja. Auf jeden Fall. Das ist schon gut. Spezialpunkte? Das ist wirklich gut. Ja, guck dir mal, du kannst nicht durchgucken, ne? Guck mal. Ja, kannst nicht durchgucken. Ja, ich fand es letztes Jahr lecker, wo es noch nicht abgelaufen war. Ich finde es dieses Jahr mit diesen Bonus, das abgelaufen ist, auch lecker und es ist halt lecker. Spezialpunkte. Die Überraschungsei-Funktion. Mhm. Der Klapper, das ist cool. 1 Punkt halt. Ja, das ist halt eine Büchse. Da kann ich, also ich persönlich kann da nicht nochmal einen Punkt geben. Also dann muss es schon in der Flasche sein und dann muss hier das All zünden. Dann ist das quasi das Bier Irlands. Vom St. Patrick's Day. Kann man schon zwei Spezialpunkte für geben. Ach, gut, dann nehme ich dir recht. Deutsche Dreieinheitsgebot? Natürlich nicht. Das ist ja ein Guinness. Uwe? Oh, hier musst du aufpassen. Also hier musst du aufpassen. Also entweder du liest es, bevor du die öffnet hast, oder du liest es so. Ansonsten ist es weg, das Bier. Mhm. Ja? Mhm. Weil, du musst aufpassen. Pass bloß auf da. Guck mal, hier haben wir es nämlich. Wasser, Gerstenmalz, Gerste, geröstete Gerste, Hopfenextrakt, Hefe, Schaummittel, Stickstoff. Dose enthält Kartusche mit Stickstoff. Ja, ein Plastikball. Ist jetzt der dunkelste Bier, was ich getrunken habe? Willst du sonst noch einen Witz vorlesen, bevor wir den Uwe bewerten? Oder? Trinkt er nur schnell vor lauter Angst. Wieso sollte ein Herzkranker nicht Cola und Bier trinken? Naja, weil er sonst Cola biert. Ja, das Der war kurz und trocken. So, jetzt zur Auswertung. Oder ist der Uwe da? Also, der ist so dunkel. Ja, sag mal, ich muss doch kurz was über betrunkene Ameisen. Achso, Entschuldigung. Fakten und News und alles. Experimente. Fakten. Oh. Betrunkene Ameisen. Im 18. Jahrhundert machte ein Forscher Ameisen mit Bier betrunken und beobachtete die Reaktion nüchterner Ameisen auf sie. Mhm. Ergebnis: Die betrunkenen Ameisen wurden von ihren nüchternen Kollegen nach Hause getragen. Das ist ja krass. Das ist ja wie bei uns. Ja. Nicht schlecht, ey. Das ist zumindest wie bei uns auf dem Dorf. Mhm. Oder in der Kaserne. Nochmal, die Bundeswehr nicht schlecht. Ey, Kameradschaft. Ja? Jetzt können wir über einen Uwe quatschen. Das ist ja schon. Was die Brille so, ja, nichts. Ja, nicht. Was ist denn nun mit dem Uwe? Ja, trotzdem mit abgelaufen ist, merke ich kein Uwe. Okay. Das ist halt säuerlich, ne? Also, ich hab diesen Raumgespack hatte ich jetzt ja nicht. Ansonsten ist wirklich eine Uhr. Wake-up-Faktor gibt es auch nicht, denn? Silber. Silber, schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Okay. Sehr schön. Guinness mal wieder lecker.
So, was trinken wir denn als nächstes? Einbäcker, Störtebäcker, Vollbäcker. Störtebäcker. Wunderbäcker. Endlich. Endlich. Endbäcker. Endlich trinken wir Mahn und Ohrmisch. Mahn und Ohlerich. Das was schon seit ewigen Zeiten vorgeschlagen wurde. Seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten sind wir auf der Suche. Wir haben es gefunden. Das trinken wir dann demnächst. Schöne Grüße. Ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt. Siehst du, wir recherchieren auch schnell. Also, das nächste Mal unbedingt wieder einschalten, dann seid ihr wieder dabei. Wenn er und das alles. Bis demnächst.